Hallo, herzlich willkommen zurück bei SpongeBob SquarePants Rehydrated Battle for Bikini Bottom. Schön, dass du wieder dabei bist. Und jetzt spielen wir hier weiter mit dem Patrick und gehen zum Quallensee. Denn wir sind auf dem Weg, den Quallenkönig zu besiegen, um hier dieser Roboterplage in Bikini Bottom ein Ende zu setzen. Thaddeus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja. Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Auf dem Göffelberg, da oben wird er wohl sein, der Quallenkönig. Hier gibt's viel zu tun. Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Was ist das denn? Kein Problem. Kein Problem. Vor dem haben wir doch keine Angst, oder? So, schon besiegt. Das war doch ein Kinderspiel, oder? Aus irgendeinem Grund kann ich hier hin. Ups! Hä, wo kommt der denn her plötzlich? Der Roboter hat Bumm gemacht! Hä, wo kam der plötzlich her? Da ist Mrs. Puff! Hallo, Mrs. Puff! Hallo, Patrick! Ich habe eine Aufgabe für dich! Oh, klasse! Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Okay, also jetzt gehen wir nochmal zu dem zurück. Autsch! Strahlend weiß. Und wo ist jetzt der Ach, da hinten. Guck mal, da hinten ist das Teil. Wie komme ich denn... Komme ich denn jetzt da hin? Schon viel besser. Oder muss ich die irgendwo gegenschmeißen? Wir gehen erstmal in eine andere Richtung. Das ist ein Pst-Tiki. SpongeBob muss sich anschleichen, um ihn zerstören zu können. Zum Schleichen musst du vorsichtig den linken Analogstick bewegen. Patrick kann aus größerer Entfernung Sachen werfen. Patrick kann sich nicht anschleichen? Ne, kann er nicht. Was könnten wir denn mal dagegen schmeißen? Hast du den goldenen Pfannenwender schon... Nee, noch nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie ich da dran komme. Ah, hier können wir aber jetzt mal den SpongeBob nehmen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nimm das. Autsch. So. Aber ich möchte ja immer noch da hinten hin, nicht wahr? Schleich. Ach, geht gar nicht. Ach so, verstehe. Das heißt... Ja, um Himmels Willen, wie komme ich denn jetzt da
an diesen Pfannenwender. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Was muss ich denn da tun? Das möchte ich jetzt aber gerne mal wissen. Das möchte ich wissen. Leute, das finden wir jetzt heraus, wie ich an diesen Pfannenwender drankomme. Eine schwierige Sache. Da hinten komme ich auch nicht hin. Da komme ich auch nicht hingesprungen. Ich weiß es nicht. Upsi. Ich habe langsam schon nicht mehr genug Lebenspunkte. Ich schnapp mir mal ein frisches Unterhöschen und gehe nochmal mit dem Patrick dahin. Vielleicht kann ich ja so einen Roboter irgendwo hinschmeißen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja. Ich schnapp mir hinten noch ein Unterhöschen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kabum! Muss ja irgendeine Lösung dafür geben, oder? Kriegen wir schon hin. So. Karibu! Goat! Ah! Verstehe. Die Teile muss ich kaputt machen. Uiuiui. Schande. Jetzt ist er kaputt gegangen. Aber ich hab's verstanden. Und das, was ich bereits kaputt gemacht habe, ist noch immer kaputt. Das ist ja praktisch. Ouch. Ah, Mist. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Wo ist der Dritte? Wo ist denn der Dritte? Gold. Oh, nochmal! Nochmal! Oh. Schon viel besser. Yeah! Ach, jetzt ist auch dieser Roboter kaputt, der diese Maschine kaputt. Gut, gut. Aus welchem Grund gibt es das da hinten? Ich glaube aus keinem. Schön, schön. Weiter geht's im Programm. Ich hab's geschafft. Gut gemacht, Patrick. Du bist ein echter Stern am Himmel. Krieg ich jetzt deinen Keks? Nein. Wie nein? Das ist aber nicht nett. Eine kleine Belohnung hätte der Patrick ja verdient. Für seine Mühen. Wie? Okay, offenbar ist es nicht vorgesehen, dass ich da drauf klettere. Komisch. Dann gehen wir hier weiter. So.
Autsch! Also, so war's. Strahlenpreis! Autsch! So viele Abzweigungen gibt es hier. Also, frecher Kerl, oder? SpongeBob soll später wieder herkommen, wenn er die Wanderblase erlernt hat. Na gut. Da können wir noch nichts ausrichten. Ah, eine Teleportbox. So glänzend. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet, nicht wahr? So. Alle mache ich kaputt. Alle. Das ist ein Steintiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstört werden. Er kann jedoch von Donner-Tikis in die Luft gejagt werden. Hart wie ein Fels. Strahlend. Sehr schön. Ich habe schon über 4000 Glitzerdinger. Schon viel besser. Geschenke aus Holz! Ganz schön was kaputt gemacht. Guck mal. Da können wir noch hoch. Aber wie komme ich da denn jetzt hoch? Nee. Keine Ahnung. Vielleicht von da oben. Ja, das sieht so aus, als käme ich von da oben noch dahin. Dann gucken wir doch mal. Wandern direkt mal in die Richtung. Geht doch nicht. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Gar nicht so schwer. Oh. Sage ich und werde getroffen. So, weg mit dir. Auch weg mit dir. Noch jemand? Der sich mit mir anlegen möchte. Oh, 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 oh. Der Roboter hat bumm gemacht. Aus! Oh! Okay, da muss ich ja doch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich mache mir dieses Teil da hinten kaputt. Schon viel besser. Nein. Ich wollte doch gar nicht dahin. Hey, Wahnsinn, noch eine. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Hallo, hallo, hallo. Und eine Teleportkiste. Strahlend weiß. Ja, ich hab den runtergekickt. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Aha, können wir jetzt damit den Wasserfall einfrieren? Oh, sorry.
hier hoch? Ja. Uah! Oh no. Oh nein, Leute. Jetzt bin ich hier. Ach, so ein Ärger. Bin ich hier wieder runtergefallen? Ich glaube es ja wohl nicht. Muss aber jetzt nicht total wieder. Hier war ich doch schon. Oh nein. So. Kriegen wir schon hin. Ich sollte das besser lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen ätzend. So, jetzt nochmal. Wo muss ich denn jetzt hier was zufrieren mit diesem Teil? Ich glaube ja kaum, dass ich mich damit runterfallen lassen muss. Oh, guck mal, ich muss auch an denen wieder vorbei. Wie viele davon muss ich denn tragen? Okay. Okay. Das gehört mir. Na, immerhin eine Socke gefunden. Ich möchte jetzt wissen, was ich damit zufrieren soll. Was soll ich damit zufrieren? Komm schon. Noch ein Versuch. Schön, schön. Und wofür habe ich das jetzt gemacht? Ich habe jetzt auch gar keine Lust, da schon wieder runterzugehen. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Oh, nicht nach unten gucken, Patrick, nicht gucken. Oh, zu spät. Ups. Nicht aufgepasst. Gut machst du das, Patrick. Und jetzt schnell hoch! Strahlend weiß! Hier kann ich den Charakter wechseln, aber zu welchem Zweck? Wenn dieses Symbol erscheint, kann SpongeBob Wände hochspringen. Springe an die Seitenwand und drücke A, um erneut zu springen. Ein Wandsprung wie bei Super Mario. Das ist ja traumhaft, oder? Sowas mag ich. Yay! Als wenn mich das interessiert. King Jellyfish. Jetzt reisen wir zum Göffelberg. Und hier soll der König. Pumpelblase. Der Qualmkönig sein. Aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Qualmkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Jetzt geht's rund. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Frische Unterhosen. Ah, da ist der Qualmkönig und er ist sich am Duschen. Ich wusste ja, dass der Qualmkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat?
Jetzt muss ich ihn direkt bekämpfen. Wow. Da muss ich ihn wahrscheinlich bekämpfen. Wenn er gerade rund. Schlag ihn nochmal. Na komm. Ups, da habe ich nicht aufgepasst. Man nennt mich auch Schwamminator. Nicht getroffen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Komm, Kaios, also bitte, ja. Ich muss nur einmal hochspringen hier. Oh, come on. Was ist hier los? So. Abgeklatscht. Das ist aber ganz schön obszön hier, lieber Qualenkönig. Oh. Na komm. Ach komm. Wie eine Frühlingsbrise. Irgendwie ist. Dreimal treffen. Das ist aber oldschool, oder? Rallos Jilly! Yay, ich hab das Jilly eingefangen. Noch ein paar Blümchen. Gut, und nun? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Yeah! Jetzt geht's wieder runter. Ouch. Ups. Geschenke öffnen ist klasse. Oh. Schade. Hey, ich kann noch mal. Cool. Und noch mehr Blumen kann ich dann einsammeln. Oh. Ja. Sehr gut gemacht, Kaios. Sehr gut. Jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Oh! Ach, so ein Ärger, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Ach Mensch! Nur für eine. So ein Ärger. Larry Lobster. Hallöchen. Offenbar muss man am Ende dieser Rampe einen großen Sprung machen, um diesen goldenen Pfannwender zu erreichen. Cowabunga! Wow, das ist aber ein mächtig großer Sprung. Ich hoffe, ich schaff das. Ja, sicher. Wie soll ich denn da wieder hinkommen? Exit. Ne, ich will noch nicht zum Ausgang.
Ich möchte das nochmal probieren. Es gibt gar keine Möglichkeit. Und ich muss eine zweite Kiste öffnen. Habe ich irgendeine Kiste übersehen? Oh, so ein Ärger. Oh. Naja, gut. Wir werden uns ja ein andermal drum kümmern. Vielleicht, ich meine, ich kann ja auch nochmal in diesen Level zurückkommen irgendwann, wenn ich diese Seifenblasen machen kann. Dann werde ich ja ohnehin nochmal zurückkehren. Und dann werde ich mir diesen goldenen Pfannenwender holen. So ein Ärger auch. Das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Yeah. Danke, Patrick. Zack, zack. Jetzt fahren wir mit dem Taxi zurück nach Bikini Bottom. Und jetzt haben wir genug goldene Pfannenwender, um den nächsten Bereich freizuschalten. Da hinten brauchen wir 5. Da hinten brauchen wir 15. Und zur Gulagune, wie viel brauchen wir da? 10. Ich kann also 2 neue Bereiche betreten. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Innenstadt von Bikini Bottom. Dann gucken wir uns mal die Innenstadt von Bikini Bottom an und dort erwartet uns ein neues Abenteuer in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.